iPads. So, hier haben wir jetzt einmal die Gear S. Zu der kommen wir gleich, würde ich sagen. Und machen zuerst noch das Note Edge. Da sieht man, ich zeige es mal von der Seite, schön, wie das Display hier unter was abgerundet ist. Hier werden Temperaturen dargestellt. Es gibt Plugins für SMS, für Stoppuhr, für was auch immer. Und eigentlich ist es gar nicht aktuell mehr. Man kann also seine Favoriten-Apps jedes Mal jederzeit auf diesem Banner haben, egal was man hier auf dem Hauptbildschirm macht. Das bleibt gleich. Und besonders innovativ halt eben schräg und so weiter, aber für mich erschließt sich es jetzt nicht so ganz. Im Grunde genommen ist es ein normales Note 4, auch mit den leicht etwas schärferen Metallkanten und eben mit diesem abgerundeten Display. Man kann es gut anfassen, also es ist selbst wenn ich es hier an der Seite anfasse, dadurch, dass es eine scharfe Kante ist, kein Problem, das Gerät zu halten. Die Farben sind absolut brillant, kann man ebenfalls nichts sagen dagegen. Und wir haben also oben Kopfhörer und Einschaltknopf, unten auch Mikrofone, auch wahrscheinlich ähnlich wie beim Note 4. Den ganz normalen Home-Button. Da sieht man jetzt zum Beispiel, dass hier die Softkeys, die normalerweise hier unten wären, nicht die Softkeys, die Schnellzugriffe, an die Seite gewandert sind. Also sowas wie der Dialer oder Kontakte und dergleichen sind jetzt nicht mehr hier unten blockiert, sondern sind hier auf der Seite. Und man kann ganz normal durch den Homescreen wischen. Auf dem Homescreen sieht man auch, dass die Widgets nun transparent gehalten worden sind. Ich persönlich mache das immer mit meinen gemoddeten Handys oder packe mir besondere Widgets drauf, damit ich die Optik habe. Hier wird es jetzt von Samsung auch erkannt und in transparent dargestellt. Auch hier diese Widgets sind transparent, alles einfach ein bisschen moderner, abgerundet, eckiger und ziemlich transparent eben gehalten. An sich recht schönes Gerät. Wir haben Spezifikationen, die ich sogar nicht wegnehmen kann. 5,6 Zoll Quad HD Display und so weiter. Wir packen die Spezifikationen dann später, würde ich sagen, rein. So viel zum Galaxy Note Edge.